eure Instagram-DMs. Let's go. Heute ist wieder soweit. Ah, nee, warte mal. Wir haben das Format zum ersten Mal. Wir haben Premiere. Heute hat mir Luca eure Instagram-Chats zukommen lassen. Was? Das ist ein neues Format? Instagram-Chats gab's noch nicht? Okay. Dann rein in die Bücher. Das heißt, wir schauen bei euch rein, wer oder was so alles reingeslidet ist. Let's go. Luca meinte zu mir, dass es ganz, ganz übel wird. Dementsprechend bin ich sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Hey, hey, ich habe da mal eine Frage. Dann frag. Kannst du mir mein Herz wiedergeben? Du hast mein Herz genommen. Du hast mein Herz genommen. Oh mein Gott. Jo, klar. Kein Problem, Bro. Danke, Bro. Den Bro-Status zu bekommen, ohne dass dich das Girl überhaupt mal gesehen hat. Das ist schon hart. Ey, random Frage, aber haben wir am Montag nicht miteinander geschlafen? Digga, was ist das für Menschen? Ganz normale random Frage. Doch. Du nimmst doch die Pille, oder? Nope. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also ich muss jetzt hier mal den Sexualpädagogen rauslassen. Leute, wenn ihr mit irgendeiner Person Geschlechtsverkehr habt, ja, dann benutzt verdammt nochmal, also an alle Jungs, benutzt verdammt nochmal ein Kondom. Und auch an die Mädels, sagt den Jungs, sie sollen Kondom benutzen. Was ist das für eine Scheiße? Digga, ihr seid am Arsch, wenn ihr sowas macht. Ihr seid am Arsch. Was ist da los? Ich kann mich daran halt gar nicht erinnern. Ist jetzt eine belastende Sache. Irgendwie schon. Aber scheiß drauf, was für Memes magst du so? An der Stelle, auch wenn ich am liebsten nur noch durchklatschen würde, bitte nicht mehr klatschen. Als nächstes darf ich euch stolz präsentieren, den klassischen Start einer Anmache mit Bildern. WTF, oh, wie bin ich hier gelandet? Einfach nur und es ist einfach wirklich, das ist noch mehr cringe als ich. Interessante Anmache. Danke. Erektion ist da! Und jetzt für alle Boys. Oder auch für Girls, ganz ehrlich. Die sich denken, wie kann ich diese Person nur anmachen? Wie schaffe ich es, das Eis zu brechen am Anfang? Für diejenigen habe ich jetzt diese drei Bilder unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Ehrenmann, dass er die Bilder, die Videobeschreibung tut, dass man auch das machen kann. Ehre. Viel Glück an alle. Oh mein Gott, wie viele Fallschirmspringer werden heute noch landen? Oha, diese Brüste sind nicht von dieser Welt. Welchen Cheatcode hast du für diese dicken... Haram. Bitte kein Bowling spielen. Eingegeben. Ich sag nur uff. Uff. Ich würde in deiner Brust à la Mutter Teresa schlafen wie ein Baby auf Tranadol. Props an deine Eltern. Oh Gott. Um Gottes Willen, ich kann das Format nicht weiter angucken. Ich cringe mich gerade zu sehr. Oh mein Gott. Das war's doch nicht. Ich würde meine... Ach du Scheiße. Nein, es geht noch weiter. Oh nein. Oh mein Gott. Leute, stopp. An alle Leute, die sich das durchlesen wollen, ihr könnt gerne ein paar Sekunden nach hinten gehen und stoppen. Ich kann das nicht vorlesen. Okay, ich lese es mal außerhalb dieses Bildschirms hier vor. Moment, ich guck mal ganz kurz, ob da was ganz Schlimmes steht. Ich würde... Nein. Wir lesen es besser nicht vor. Ich kann das nicht vorlesen. Ich auch stehe nicht. Also ich, nee, da bin ich raus. Und an der Stelle heiße ich Sie herzlich willkommen zu den wohl kürzesten Instagram-Chats. Kann man mit dir versaut schreiben? Da ist die Tür. Zwei Wochen. Tschüss. Na? Nein. He needs some milk. Ballen. Oh, mein Basketball ist wohl in deine DMs gerollt. Pass nächstes Mal besser auf deinen Ball auf, du H. Du HS, Alter. HS. Er wurde so auseinandergenommen wie noch nie jemand zuvor in der Geschichte von Instagram-DMs. Der Bruder wurde einfach komplett hops genommen. Und für alle, die gerne in die Anmache starten, mit einem Bild, bitteschön. Hey, darf ich in deine DMs? Klar. We are the champions. Cool, danke. Wie geht's? Bam! Und an der Stelle herzlichen Glückwunsch an den Bruder, der es reingeschafft hat in ihre DMs.
Oh man. Im Namen von der Community und von mir gratuliere ich dir recht herzlich zu dieser Leistung. Weiter so. Der Profi, Digga. Hey, du Schöne. Ich habe mir gestern ein neues Bett gekauft. Willst du vorbeikommen und es mit mir testen? Ich will wissen, ob es knatscht. Nein, danke. Ich bin, wie man in meinem Profil sehen kann, noch keine 18. Nicht schlimm. Wie alt bist du denn? Was? Oh mein Gott. Ist das etwa ein geheimer Chatverlauf von Young Alpha? Sarah, Lara und Tamara, sie sind immer startklar. Bin ich mal wieder komplett raus. Es war so ehrenlos heute. Jetzt verstehe ich auch, was er meinte mit, er will wissen, ob es knarscht. Er meinte nicht das Bett, dass es knarscht, sondern er muss in knarscht, weil sie reißt es ab in knarscht. Falls ihr da draußen auch noch Instagram-DMs von euch rumliegen habt, dann schickt sie jetzt bitte an diese E-Mail-Adresse hier. Danke für den Support. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich versuche die Schritte meiner Gegner zu hören. Meine Teammates. Man kennt's. Hello everyone, this is your daily dose of internet. These guys figured out how to make work just a little bit more fun. Was? Drifting on a 40-ton dump truck. Oh mein Gott. Alter. Wild. Ah, okay, ich sehe schon. Da sind Mentos an Magneten dran geklebt. Wenn du die anderen Magnete draußen abmachst, dann fallen die alle rein und dann geht die Cola hoch. Okay, mhm. Ladybird. I'm the animal whisperer. Sitting with Maisie in the ladybird. Yeah, Maisie. Oh, die Katze wird es essen. Die Katze wird es 100% essen. You're a ladybird? Oh my God. War klar. Unsere Katzen jagen hier immer die, wir haben hier auf der Insel ganz viele Eidechsen und so Salamander und so. Und unsere Katzen, also von meiner Mutter die Katzen, die jagen diese kleinen Eidechsen und essen die halt einfach. This is what the world record of stone skipping Matthias, looks like. Küsse. Oh, der Weltrekord von Steine flitschen über den Wasser. Oha! Oha! Alter Schwede. This diver die ist bestimmt schwarz gefahren, asozial. Ran into this absolutely massive manta ray. Das ist krass, was unter Wasser, was für eine Welt da existiert, ne? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wild. Sehr, sehr geil. This is a glider. Sehr, sehr geil. And it's an aircraft that has no engine or propeller and needs another plane to put it up in the air. If the conditions are right, a glider can fly for up to 10 hours without using any additional energy. Krass. Krass. Oh, der Arme, da ist er nass geworden. This company has a product that can make your shoes really, really springy. Wild?
süß. Here's a behind-the-scenes look of how that shot was made. Krass. 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 Oh nein, die arme Katze. Das sieht durch diese Schatten so komisch aus. Das sieht durch diese Schatten so komisch aus von hier. That's the end of this video. I really hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. What the fuck? Okay, nice.